Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, hier, wo ich zaubere ich mit meinem Block, den mir von Hand zu Hand werfe. Und wir stehen geblieben waren beim Bau der Kathedrale. Sind wir stehen geblieben und egal. Auf jeden Fall sind wir hier noch und naja, es hat schon ein bisschen wieder an Gestalt angenommen. Guck mal, die NPCs im Pool schwimmen. Cool. Finde ich klasse. Wir spielen immer noch mit Optifine diese lustige Wackelversion. Also jetzt im Moment nicht, aber manchmal wackelt die. Wer weiß, was daran ist. Kann man sicherlich alles noch ein bisschen optimieren, aber es ist zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Da kann man hier schön weit gucken und den Blick über unser, ja, sagen wir mal, ja, über das, was man so sehen kann, wenn es nicht gerade im Nebel ist, schweifen lassen. Riesige Häuschen, kleine Häuschen, hübsche Häuschen, hässliche Häuschen, da wackelt irgendwas. Ach, ein Hund. Okay, gut. Ja, in dieser Folge wollen wir uns vorbereiten. So sieht es nämlich aus. Denn mit dem 1.9er Update sind ja nicht nur Änderungen dazu gekommen wie rote Beete, nein, oder eben dieses in die Hand wechseln, ja, Dual Wielen, boah, mit Axt und Schwert, boah, alles kaputt kloppen. Ey, das ist ein Endermännchen. Okay, es sind ja auch noch ein paar andere Sachen dazugekommen. Ja, ich hau den mal. Hau den mal kaputt. Hä, wo willst du hin? Kranker Mann, komm her. Ja, komm her. So, schön mit Schild. Ich weiß nicht, ob das was bringt, ob es unsere Rüstung effektiv erhöht hat. Aber haben ist besser als brauchen, wie so schön heißt. Und ja, wir wollen ein bisschen, können wir eigentlich den Bogen auch in die Offhand nehmen? Das wäre mega. So mit, lol, das geht? Ja, ist ja geil, dann können wir hauen und schießen. Voll mega klasse, Alter. Ja, wir wollten uns vorbereiten. Denn bei Gelegenheit wollen wir in den Nina-Nether gucken. Nicht Nether, in das Ende, denn das ist ja neu. Das, ach Gott, ich lass mich so leicht ablegen. Nee, das ist ja neu geworden, das Ende jetzt. Und mit neuem, Moment, ich pack mal die ganzen Steine noch hier in die Truhe. Mit neuem Ende können wir uns natürlich auch mal angucken, was da so alles abgeht. Denn da gibt es auch noch die ein oder andere richtig coole Sache, so wie ich das gehört habe. Und ich bin natürlich neugierig, ihr seid neugierig. Wir wollen uns das dann bei Gelegenheit doch mal angucken, wenn wir es denn können. Und hier habe ich noch ein paar Enderperlen, das ist gut, die werden wir eh brauchen. Ich höre hier noch irgendwo was rum, Endermännchen. Endermännchenchen. Endermännchen. Bist du wie vielleicht hier draußen? Hallo? Hallo, Endermännchen. Kein Endermännchen, okay. Gut, nicht so wild. Wir wollen es noch ein bisschen vorbereiten. Das bedeutet aber auch, dass wir unter anderem mal unsere Ausrüstung noch reparieren müssen. Die sieht nämlich gar nicht mal mehr so gut aus. Ja, ich sag mal, Hose und Hemd gehen noch, aber gerade der Helm und die Schuhe, ja, damit will ich jetzt nicht unbedingt in Nether rennen. In Nether ins Ende. Mensch, ich verwechsel die zwei aber auch sowieso. Ist auch eine Endertruhe und keine Nether-Truhe, ne? Endertruhe, diese. Ja, ich glaube schon. Techno-Pferde. Ja, was für Pferde, sagst du? Die Pferde meine ich. Ach so, ja, jetzt sehe ich es auch. Ja, irgendwie ist das hier mit Optifine so eine Geschichte, aber okay. Okay, okay, okay. Guck mal hier, das hat sich auch schon wieder alles verändert. Die Karte ist auch nicht mehr aktuell. Egal. So, Bärlchen. Oh, da haben wir ja noch ein paar. Pass auf, dann nehmen wir einfach mal 10 Stück. Oder, komm, wir nehmen ein ganzes Stack mit. Was soll denn der Geiz? So ein ganzes Stack. Wir haben hier auch irgendwo noch diese Lohnruten. Oder Lohnstaub. Ja, nehmen wir direkt den Lohnstaub. Perfekt. Und da kann man nämlich Enderaugen draus machen. Brauchen wir Enderaugen? Ja, wir brauchen Enderaugen. So. Ich glaube, es waren Enderaugen, die wir brauchen. Die werden wir auf jeden Fall halt schon mal mitnehmen, weil die werden wir dann einsetzen quasi. Geschwindigkeitstrank, Nachtsichttrank, Heilungstrank. Finde ich eigentlich ganz gut. Was brauchen wir noch? Wir brauchen wahrscheinlich auch noch ein paar Level zum Verzuzaubern. Das bedeutet, wir gucken auch nochmal schnell in unsere Monsterfalle, ob da gerade effektiv was rumspringt, was wir kaputt klatschen können.
Ja, die Glücksente, die ist abgehauen. Die müssten wir eigentlich auch nochmal zurück in den Teich bringen. Rein wegen Aberglauben, ne? Einfach noch ein bisschen auf unserem Trampolin rumspringen. Boing, boing, boing. Das war lustig. Okay, jetzt wieder zur Arbeit, ne? Weil wir dürfen jetzt hier keine Müdigkeit vorschützen. Doch ja, ich glaube, das ist richtig. So. Und hier ist erstmal Ende Banane. Hier ist überhaupt nichts los. Wow. Dann legen wir halt eine lustige kleine Schallplatte auf. Legen uns nochmal schlafen. Das geht noch nicht. Dürfen wir noch nicht schlafen? Warum dürfen wir noch nicht schlafen? Ich bin aber müde. Komm schon. Okay, wir dürfen noch nicht schlafen. Guck mal, da kommt die Erfahrung uns zugeflogen. Schön ist es. Ist tatsächlich noch nicht dunkel. Okay. Warum nicht? Kommst du jetzt her? Bist du für einer? Der hat eine Rüstung. Der hat auch eine ganz schön heftige Rüstung gehabt, du. Huch. Weg mit dir. Baller. Eine Hexe. Ah, oh, shit. Eine Hexe. Die macht jetzt wieder Hexensachen. Das mag ich immer nicht, wenn die Hexen hier Hexensachen machen. Ja, komm her. Ich verpasse hier eine und noch eine. Und von links und von rechts. Da ist die Hexe. So, dem habe ich auch noch eine mitgegeben. Ist hier immer so eine Geschichte, ne? Muss man immer gucken, dass man alle trifft. Hier, da klemmt doch auch noch Erfahrung drin. Kommt doch mal raus. So. Hallo? Creeper. Oh, das ist jetzt doof. Creeper und Hexe. Ich will eigentlich nur einhauen. Und den anderen nicht. So. Ja, komm mal her. Blöde Hexe. Mit deinem ollen Hexengeräusch. Zack. So. Wie komme ich denn jetzt an die ran? Die stehen da alle so doof in der Ecke. Das sind zwei Hexen. Ach so. Muss man erstmal wissen, ne? Dass das zwei Hexen sind hier, die hier hexige Sachen machen. Ja, machen. Schlucke du mal deine Tränke. Ich würde gern sehen, was das für lustige Kacktränke sind, die du hast. Aber. Ja, komm her. Komm her. Zack. Noch, komm, ich gebe dir noch eine mit. Zack. Und noch eine. Endliches Blatt. Meine Güte. Diese Hexen sind so widerspenstig. Spinne ist auch tot. Komm, Erfahrung. Komm. Ich weiß nicht, was mit der Erfahrung los ist, warum die da hinkt, aber. Egal, hey, wir haben vier Glasflaschen. Nice. Glasflaschen sind echt schön. So ein bisschen Fäden. Ein paar Spinnenaugen. Oh, die sind so auch schon voll. Oha. Cool. So, und ein bisschen Glowstone. Es wird auch immer mehr. Also das sammelt sich halt mit der Zeit an. Oh, hallo Erfahrung. Wie du da um mich drum rumschwörst. Freche Erfahrung. Jetzt ist aber dunkel. Oha. Definitiv. Zack. Hallo? Schlafen? Dankeschön. Mit meiner kleinen Kuschelkartoffel. Ja, du bist eine kleine Kuschelkartoffel. Ja, bist du? Ja, bist du? So. Es dürfte auch wieder Monster kommen, neuer. Aber da ist erstmal nix. Hallo, Erfahrung, komm mal da raus. Erfahrung? Die sitzt da einfach fest, oder was? Auch okay. Die Spinne hat sie sowieso wieder verschnuddelt. Du. Wir haben gerade mal Stufe 26. Das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Egal. Ja, jetzt ist drauf geschissen. Wir gehen reparieren. Ne? Was soll der Geiz? Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir nochmal auf Stufe 30 kommen. Peng! Ins Gesicht. So, steht vielleicht noch ein Creeper irgendwo rum. Oh, ja. Vielleicht einer. Vielleicht fünf. Alter, guck dir das mal an. Das ist voll die Creeper-Party da oben. Wir sind die drei Creeper. Also eigentlich sind es ja vier und stehen hier auf den Pilzen rum. Check. Einer runter, zwei runter und drei runter. So, alles schön beseitigt. Der Bogen ist, was das angeht, echt super. Erfahrung nehmen wir natürlich mit. Hallo, liebe Erfahrung. Komm mir zugeflogen.
Dankeschön. So. Und da wir jetzt, naja, knapp 27 Level haben, das reicht leider nicht für irgendeine Verzauberung, Stufe 30. Es sei denn, wir füttern noch ein... Ja, komm, wir brauchen noch ein paar Level. Level. So. Das bedeutet, wir gehen noch ein paar Hasen füttern. Chak. Hasen füttern. Finde ich schön, dass sie die überarbeitet haben. Huch, jetzt habe ich den Kleinen nochmal gefüttert. Ja, egal. Hier, du kriegst nochmal ein bisschen was. Du. So, haben wir jetzt alle? Nee, noch nicht ganz. Jawohl, wir füttern nur noch Kleine. Oder doch, da war noch ein Großer dabei. So, jetzt sind auch die Möhren alle. Jetzt sind wir eh Wurst. Ah, 27,5. Das Füttern bringt schon ordentlich Level. Also, ja, das darf man nicht unterschätzen. Wenn da jetzt schon wieder Hasen oben rumspringen, was auch immer die da machen. Und Zaubertiere, die immer mal auftauchen und verschwinden. Ich habe keine Ahnung warum. Einfach weil sie es können. So, hier haben wir noch ein paar Glasflaschen. Die stellen wir weg. Ich baue mal einen Helm und Schuhe aus unseren Diamanten. Also einmal hier und dann nochmal so. Ja, das, warum ich das so mache, damit ich so machen kann und das direkt alles habe. Easy, ne? Genial. Was ich alles kann. Junge, und du kannst das auch. Nee, so. Oder auch Mädel. Also, muss ja nicht nur Junge sein. Ist ja auch egal. Habe ich da gerade einen Creeper gesehen? Nee, vielleicht spielen mir meine Augen auch schon wieder nur einen Streich. Das kann sein. Ich habe keinen Creeper gesehen. Oh, Pferde? Warum wart ihr gerade unsichtbar? Ihr frechen Pferde. Freche, unsichtbare Pferde. So, ich würde nämlich gerne jetzt hier mal unser Zeug... Hey, Willi hat wieder keinen Kopf. Und ab und zu verschwindet er. Nicht nur sein Kopf, sondern auch er. Finde ich gut. Ich möchte nämlich mal gucken. Moment. Chack. Was bringt es mir denn, wenn ich sowas hier habe? So einen Helm. Und den mit einem weiteren Helm repariere. 5 Erfahrung kostet das nur? Och, ich hätte es jetzt teurer eingeschätzt. Ja dann. Reparieren. Und die Schuhe, die reparieren wir auch gleich. Für nur 2 Erfahrung. Dafür, dass da so viele Verzauberungen drauf sind. Ja gut, ich will mich nicht beschweren, ne? Warum haben wir überhaupt jetzt Erfahrungen gesammelt? Das ist doch Quatsch. So, was ich aber noch gerne probieren würde. Und da sagst du was. Ja, du vor allen Dingen. Ja, genau du. Ich würde nämlich gerne mal gucken, können wir unseren Schild verzaubern? Müsste ja eigentlich gehen, ne? So ein bisschen, keine Ahnung, Haltbarkeit oder sowas da drauf haben. Wäre eigentlich keine schlechte Sache. Beziehungsweise dann erstmal wieder einen neuen Schild bauen, weil... Hä? Haben wir echt nur noch sowas hier? Ja gut, dann nehmen wir halt davon ein bisschen was mit, auch okay. So. Wie war denn das? Schild war... So hier? Ah, okay. Habe ich sogar noch richtig in Erinnerung. Finde ich klasse. So, dann verzaubern wir nämlich einen neuen Schild. Einfach, weil wir es können. So. Wenn es denn geht. Das ist jetzt die Voraussetzung. Ah, die Statue im Gedenken an den Hundi. Die steht auch noch. So. Wird niemals vergessen werden. So, nochmal kurz was gemampft. Lapislazuli. Ja, die Bücher können wir eigentlich auch mitnehmen. Dann gucken wir mal kurz hier rein. So, Schild verzaubern. Schilde geht gar nicht. Man kann Schilde nicht verzaubern. Das finde ich frech. Kann man Schilde nicht verzaubern. Schutz. Ich würde da gern Schutz drauf haben. Da brauche ich aber Level 30 für. Wir haben kein Level 30. Ja. Gut, dann halt nicht. Kann man halt keine Schilde verzaubern. Auch egal. Ist Minecraft eben doof. Ich glaube, das kommt noch. Ich glaube auch noch andere Schilde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt war. Was Schilde angeht, Uko. Na, ihr Esel. Ihr Frechen. Bist du gar nicht angebunden? Doch, da, in der Mitte. Okay, gut. So, das haben wir in der Vorbereitung. Wir haben ein bisschen Holz in der Vorbereitung. Wir können vielleicht noch ein bisschen Dreck, ein Stack Dreck mitnehmen in der Vorbereitung. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Was könnte man denn noch gebrauchen? Ich habe ja mich ehrlich gesagt kaum informiert, wie jetzt der neue, wie das neue End aussieht. Ich weiß bloß, dass es neu ist. Darum haben wir ja auch gewartet mit, also auf die 1.9-Version gewartet, bevor wir ins End gegangen sind. Ne? War ja der eigentliche Sinn hinter der ganzen Geschichte. Ansonsten hätte man da schon längst mal sein können. Huiuiui. Was brauchen wir denn dann noch? Was
könnte man noch gebrauchen, wenn man da hingeht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Vielleicht irgendwelche Tränke, die noch sinnvoll sind. Vielleicht. Warte mal, wir gucken mal, was wir so haben. Nachdem wir hier ein bisschen Papier wiederhergestellt haben. Das war leider keine volle Ernte, ist mir erst zu spät aufgefallen. Aber egal. So, da. Okay. Das Restliche, das kommt hier mit vom Stapel. Hey, guck mal, rote Beete. Cool, wo haben wir die denn her? So, Papier haben wir echt schon ganz schön viel. Das gefällt mir. Sehr gut. Tränke. Oh ja, die Lucky Potion würde ich gerne mitnehmen. Weil die ist echt super. Also die bringt ja Nachtsicht, extra Energie, Absorption, Angriffsgeschwindigkeit, Gesundheit. Also das ist ja ein mega Teil. Unlucky Potion, ich weiß nicht, ob wir die effektiv genutzen. Feuer, Nachtsicht, ich weiß nicht, Schnelligkeit, vielleicht Regeneration wäre eigentlich eine schöne Sache, wenn wir davon vielleicht mehrere Tränke mitnehmen. Weil wir werden ja vielleicht auf den Enderdrachen treffen. Vielleicht auch ein paar Stärketränke, kann ja auch nicht schaden. Direktheilung, vielleicht ein mehr oder zwei. Das ist ja nur eine langweilige Direktheilung. Oh weia, nee, dann nehmen wir die Zweier mit. Nachtsicht, Hammer? Hammer. Ah, das ist halt doof, das hier... Warte mal. Ich habe jetzt leider vergessen, beim letzten Mal zu testen. Aber warte mal, nee, ich glaube, das ist okay. Wenn ich das jetzt mal kurz hier probiere, den Ressourcenpakete. Ich habe hier nämlich noch die ganzen Ressourcenpakete drin. Und das hier war die für die 1.8. Das sagt zwar inkompatibel, und das war hier von der Adventure Map mal noch, von Halloween. Aber hier sagt es zwar inkompatibel, aber die funktionieren ja trotzdem. Aber ich nehme den jetzt mal testweise raus und lass mal nur den neuen Patch Misas und das Grund Misas drin. Und dann gucken wir mal, ob das passt. Ich hoffe, das geht jetzt auch mit der Aufnahme nicht irgendwie in Konkurrenz. Fertig? Ich habe fertig gedrückt. Der lädt. Ah. Tränke sind immer noch kacke. Mist. Ich hätte gehofft, dass das funktioniert, dass das hilft. Aber ist jetzt eigentlich nichts, was irgendwie schlechter ist. Vielleicht hilft das ja mit den Ruckeln dann schon. Weil ansonsten sind die Texturen alle noch ziemlich gleich. Die Bilder sind weg. Warum sind die Bilder weg? Weil? Warum sind alle Bilder weg? Haben Bilder keine Texturen? Hä? Ne, die flackern immer noch. Okay, das hat also damit irgendwie nichts zu tun. Schade. Jetzt fangen auch noch die Schafe an zu flackern, oder was? Ihr Frechen. Was soll denn das? Ach, ich weiß nicht. Da werde ich mich mal drum kümmern müssen. Gegner sehen wir ja. Das ist ja das Schöne. Also daran sollte es also nicht scheitern. Hoffe ich zumindest. Ich werde dann wahrscheinlich das andere wieder reinpacken. Keine Ahnung. Das mit den Tränken ist ein bisschen merkwürdig. Das finde ich auch ein bisschen doof, weil die zu unterscheiden, das ist echt schön, wenn die andere Farben haben. Na gut, wir müssen einfach bloß wissen, wo die liegen, wenn wir dann da ins Ende gehen. Und das Ende ist ja auch gar nicht mal so weit weg, ne, wenn es danach geht. Ich glaube, wir sind vorbereitet. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Vielleicht noch was zu essen mitnehmen. Das könnten wir noch machen. Und das Deck Dreck. Das hätte ich ganz gerne auch noch dabei, einfach weil ich es kann. So. Das Shield. Dann nehmen wir erstmal das Shield. So. Können wir immer noch wechseln. Für den Fall das. Ich nehme, glaube ich, ein Stack Steaks mit. Das ist, glaube ich, die bessere Wahl. Hatten wir nicht sogar noch welche gebrannt? Das sind Ofenkartoffeln, auch schön. Oh, hallo. Lecker Steaks. Noch mehr Steaks. Siehst du, ich wusste doch, wir hatten noch irgendwo welche rumliegen. Ja. Ein bisschen viel, aber okay. Und dann können wir auch wirklich das Steaks mitnehmen. Mitnehmen. Zack, zack. So. Die Kartoffeln brauchen wir nicht. Das haben wir. Werkbank können wir bauen. Genug Holz haben wir. Eisen haben wir in Reserve. Bisschen Kohle, wer weiß. Ja, ich würde sagen, vorbereitet sind wir. Wie spät ist es denn? Ist es jetzt schon wieder Nacht? Ansonsten würde ich jetzt nämlich schon denken, es wird gleich Nacht. Hier. Und da ist das Bild. Warum taucht denn das jetzt auf? Muss man da. Also irgendwie ist das mit den Texture Packs. Ist das. Oh, guck mal, die 555 Nasen sind wieder da.
555 Nasen, ja. Vielleicht macht das deshalb Probleme, ich weiß es nicht. Oh, da hängt ein Spinnenbild. Hallo Spinnenbild. Und hier hängt so ein Bild. Oh. Hm. Müssen wir mal gucken, wie wir das alles vernünftig hinkriegen mit den Texturenpaketen. Ist immer so eine Geschichte. Aber wir wollen jetzt auch nicht irgendwie das Texture Pack ändern. Ich muss sagen, das Misas, das habe ich schon lieb gewonnen. Und das will ich auch eigentlich nicht weggeben. Das Minecraft wäre nicht dasselbe, finde ich. Aber das kennt jeder, glaube ich, von seinem Texturenpaket. So, was ich jetzt nämlich mache, ich nehme jetzt den Esel. Tschack, komm Esel, wir gehen auf ein Abenteuer. Hihihi. Schön. Und dann gucken wir mal, ich hoffe, ich finde es jetzt auch. Es dürfte ja nicht allzu weit weg sein. Wie voll bepackt wir sind. Oh. Oh. Nee, das geht so aber nicht. Okay, vielleicht müssen wir das andere doch wieder reinnehmen. Guck mal hier, das Glas, das hat ja überhaupt keine Textur mehr. Ist ja überhaupt nicht mehr hübsch. Ich hab Pfui-Glas. Nee, so geht das nicht. Pass auf dann. Ja, ich mach's jetzt. Meine Güte. Ressourcenpakete, schwupps, die Wups, wir nehmen's einfach mit dazu. Ja, und es ist inkompatibel, ist mir bewusst, ist mir aber auch egal. So, das passt, das passt. Vielleicht das Default über das Patch? Oder vielleicht das über das hier? Probieren wir es mal so, ja. So. Vielleicht überschreibt das dann nochmal die Tränke, dass die bunt sind. Das wäre ja toll. Und das Default nochmal über das... Ah, müssen wir mal gucken. Irgendwie kriegen wir das schon hin. So. Jetzt das Glas auf jeden Fall wieder hübsch. Die Tränke sind immer noch kacke. Ah, verdammt, jetzt probiere ich es doch nochmal. So, das Inkompatible 1 nach oben. In dieser Reihenfolge wird es hier abgearbeitet. Fertig. Das ist sozusagen das Neue als letztes ist. Und... Nee. Und so rum wird es abgearbeitet, von unten nach oben. Und dann wird es immer überschrieben. Oder? Ich weiß es nicht. So. Tränke sind immer noch kacke. Okay, hat also keinen Einfluss. Egal. So. Die Kuh ist im Rathaus. Finde ich super. Das ist so eine doofe Kuh im Rathaus. Kein Wunder, dass hier nichts läuft. Ich glaube, das war hier hinten irgendwo. Denn wir hatten ja schon mal gefunden. Ein Enderportal. Definitiv. Und ich meine, das war hier hinten irgendwo. Das suchen wir jetzt einfach mal, damit wir da effektiv ins End gehen können. Vorbereitet sind wir hoffentlich genug. Ich weiß gar nicht, wie kommen wir eigentlich wieder zurück aus dem End? Kommen wir überhaupt irgendwie wieder zurück? Oder müssen wir unbedingt den Enderdrachen besiegen, um zurückzukommen? Das habe ich gar nicht geprüft vorher. Huch. Doch, ja, ich meine, das war hier hinten lang, oder? Jetzt hier ein Fluss kommt, das ist so abwegig. Nee, doch, da hinten ist es, da ist es auch markiert. So, einmal drüber bitte, dankeschön. Oder? Ja doch, das ist das Ding, was wir markiert haben. Ach, Esel, komm, ich nehme dich jetzt einfach mit der Hand mit. Komm, Esel. Oh, ich finde das hässlich, wenn das Viech immer... Dann da, ich drehe mich jetzt mit dem Rücken dahin, dann kann ich da nicht hochgehen. Dann bleibt das hängen und dann kannst du mich nicht mitzotteln. Ich bin der Esel, ich bin doof. So, hier ist es nämlich. Und hier geht der Weg auch runter. Ich wäre mal hier nochmal schnell... Ach so, jetzt ist das hier wieder, ach Gott. Guck mal, wie dusselig das jetzt wieder aussieht. Ja. So viel dazu. Dann wäre das doch, ich werde es dann nochmal ändern. Ich werde es nochmal ändern. So, davon wollte ich ein paar haben. Hier, nee, warte mal. So. So. Und so. Genau, Zäune. Dann stelle ich einen Zaun hier kurz hin. Fange den Esel wieder ein. Meine Güte. So. Wo ist der mit Leine? Da. Leine. Bleib. Hör auf zu pupsen, Esel. So. Den Dreck brauchen wir. Hier werden wir nochmal kurz... Ach, das muss ich gleich nochmal umändern. Ja, bis zur nächsten Folge habe ich es definitiv umgeändert, denn... Die Folge ist schon wieder vorbei. So schnell kann das gehen. Wow. Ja. Hier stelle ich nochmal zwei solche Dinger hin. Wer weiß. Und beim nächsten Mal geht es hier hinunter. Da ist nämlich auch das Enderportal und... Dann geht es ins End. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt... Minecraft. Bis dahin, haut's rein und...
Ciao, ciao. Wah, 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 wah.